Jo, Hallöchen, willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. Wir machen weiter und sind auf dem Weg zu unserem guten Vernon Roche, dem ehemaligen Spion von unserem guten ermordeten Volltest. Willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ich versuche gerade Plötze zu rufen. Offensichtlich nicht. Wie ruft man denn nochmal Plötze? Oh mein Gott, Doppeldinker-Stick. Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen doof gewesen, aber ich hatte wirklich keine Ahnung mehr. Gut, das letzte Video hat ein bisschen geleckt, das habe ich gesehen, das lag aber irgendwie an meiner Aufnahme. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Ich verstehe es nicht ganz. Ich bin ein bisschen überfordert, warum das mit der Aufnahme nicht so richtig funktioniert aktuell. Ich bin sehr unzufrieden, wenn das so laggelt, aber jetzt sollte alles wieder klappen. Gut, also wir wollen einmal den Weg in Richtung Ochsenfurt bereisen und das ist sehr spannend. Denn der Weg nach Ochsenfurt ist wohl ganz schön bekannt, beziehungsweise die Studenten von Ochsenfurt gehen den Weg wohl öfters. Heller. Wärmer. So. Wir gucken mal. Langsamer. Muss jetzt viel auf den Kontrollmonitor gucken. Wundert euch deshalb nicht. Wenn ich groß bin, werde ich Schlachter. Wenn ich groß bin, werde ich Schlachter. Das ist wahrscheinlich so einer der Sätze, den ihr von mir nie hören werdet. Also ich bin zwar schon groß, ich bin auch kein Schlachter geworden, aber ich glaube, das wäre nicht so meine Berufung. Na gut, ich wünsche euch eine wunderschöne Reise durch die Welt von The Witcher 3 und genießt mal wieder die Atmosphäre an der Stelle. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Aufnahme hundertprozentig flüssig ist. Es tut mir echt leid, ich muss ein bisschen rumprobieren. Heya! Weil irgendwie irgendeine Einstellung von OBS scheint nicht so zu funktionieren, wie ich es möchte. Was geht hier? Ich habe Befehl, euresgleichen zurückzuschicken. Aber wo sollen wir denn hin? Nichts als Blut und Kampf. Noch einer? Los, lauf mit den anderen nach Hause! Herr, hab doch Gnade! Wir können nirgendwo hin! Für uns heißt es Novigrad oder der Tod! Jetzt reicht's mir aber mit euch! Schiebt ab! Sonst lasse ich euch aufspießen! Sie sind verzweifelt. Lass sie durch. Ich sehe nicht, was daran schlimm sein soll. Verdammt nochmal, wie oft muss ich es wiederholen? Ich habe Befehl, jeden abzuweisen, der keinen Passierschein hat. Lass die Leute durch. Jawohl. Danke. Wir können nirgends mehr hin. Novigrad, das ist eine Chance auf ein neues Leben. Bleibt von den Straßen weg, sonst lauft ihr in die nächste Patrouille. Das soll uns nicht nochmal passieren. Wir werden vorsichtig sein wie Hasen auf offenem Felde. Aber du bist doch ein anderes Kaliber als wir. Eher wie der Held, der im Grab in den Buckelhügeln liegt.
Das Grab befindet sich in einer Höhle in den Hügeln. Die Leute sagen, dass darin unglaubliche Schätze liegen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Viel Glück! Dankeschön. Haben wir eine Markierung oder sowas? Nö, ne? Grab in den Hügeln. Es könnte hier sein. Es könnte dort sein. Okay, aber das machen wir später. Denn wir wollen uns ja so ein bisschen an der Küste halten. Wir werden uns auf jeden Fall... Ja, wir müssten uns das eigentlich auch mal kurz angucken gehen. Die Gartenmöse. Also das hier müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Ja, cool. Haben wir wieder eine friedliche Lösung gefunden, danke unserer unglaublichen coolen Zeichen. Was? Was? Ja, ist ja so eine Sache. Ich finde, dass Leute, die tatsächlich in Not sind, auf jeden Fall aufgenommen werden sollten. Und wenn das jetzt Leute sind, die von der Front zwischen Nilfgaard und Redanien geflüchtet sind, dann haben die gefälligst nach Novigrad durchgelassen zu werden. So ist es halt. Mach langsam. Hat genug eingebracht, dass es für ein Haus gereicht hat. Hör auf zu schwafeln und hilf mir suchen. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Hier haben wir Theophil, Maria Roscoe, Rufus und Manfred. Grüße. Was ist denn, hm? Achte nicht auf ihn. Setz dich her. Sei uns willkommen, aber sei auch gewarnt. Wir sind mitten in ernsthaften Studien, wie unser gelehrter Kamerad sie nennt. Danke. Ich setz mich gern zu euch. Wie nennt man dich? Geralt von Riva. Ich bin ein Hexer. Mich nennt man Rufus. Dieser Gelehrte ist Theophil Maria Roscoe. Und das hier ist... Entschuldigung. Manfred. Ich bin Manfred. Richtig. Geralt. Den Namen habe ich schon gehört. Du gehst zum Jahrmarkt? Nein. Du verwechselst ihn mit Geralt, dem Bühnenkünstler. Der besucht die Jahrmärkte mit seiner Nummer, beliebte Melodien zu blähen. Die Leute sind begeistert, darf ich anmerken. Unser Gast hier ist niemand anders als der Weiße Wolf persönlich. Oh, tut mir leid. Bist du nicht der, weißt du, die Gerüchte über Voltests Tod? Nein, ich war's nicht. Oh. Gibt's was Neues? Vom Krieg vielleicht? Angeblich treten die Schwarzen bald eine neue Offensive los, um den Ponta zu überqueren. Ich wette Diamanten gegen Nüsse, dass Radovid sie diesmal nicht zurückschlagen kann. Ein Jammer, dass Henselt in der Schlacht bei Niedermark gefallen ist. Das war ein König. Der hätte den Schwarzen heimgeleuchtet. Recht hast du. Wäre Henselt am Leben, hätte Nilfgaard es im Osten nicht so leicht gehabt. Der Kaiser wird Novigrad bald einnehmen. Dann sind der Tempel Schatz und die Flotte sein und damit auch der Westen. Du weißt viel für einen gewöhnlichen Händler. Stimmt. Na und? Hm? Nichts. Du gefällst mir nur noch weniger. Erst fragst du mich nach der Nachricht, die ich dabei habe. Jetzt sagst du, du wartest darauf, dass Nilfgaard den Ponta überquert. Du kommst besser mit mir. Ich kenne ein paar Leute, die mit dir reden wollen. Da musst du mich erst töten. Wenn's sein muss. Leute. Entspannt euch. Das ist doch nur ein Missverständnis. Halt ihn fest, Hexer! Ich suche ein Seil! Ha! Keine Chance! Tut mir leid, ich misch mich da nicht ein. Ich schaff das schon selbst, verdammt! Ein nilfgaardischer Maulwurf weniger. Man kann nicht wissen, ob er ein Spion war. Oh, und ob er das war. Ich kenne die Sorte. Hab schon viele gesehen. Und jetzt ab mit dir. Du nützt uns nichts. Scheiß Neutralität. Das Heimatland muss verteidigt werden. What the fuck? An 3 Pfund Stahl. Der war sowas von unschuldig. Sag dich doch. Eine Börse.
Münze voller nilfgaardischer Florin. Ah, okay, er hatte nilfgaardische Münzen dabei. Das ist natürlich interessant. Das spricht dafür, dass er tatsächlich recht hatte. Gut. Ich werde wahrscheinlich demnächst mal mit meiner ganzen, ich muss alles nochmal umbauen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich mit 2K so zufrieden bin. Ich finde dieses Doppelmonitor-Ding mega geil, aber mir fehlt ein bisschen die 4K-Qualität vom Video. Ich weiß aber nicht, warum das jetzt so rumlaggelt. Das macht mich total fertig. Gut, wir wollten aber hier hin. Sieht aus wie ein Wachposten von Redanion. Wer hätte es gedacht? Ein redanischer Wachposten. Lang lebe, etc. etc. Boah. Du bist so Spein nach diesem Gelage in der Taverne. Okay, tatsächlich, ein redanischer Außenposten. Das ist auch eine Sache, die ich bei The Witcher 3 so unglaublich geil finde, dass man in der Spielwelt immer wieder die Präsenz der Fraktion merkt. Es gibt viele Spiele, da ist übrigens Ochsenfurt. Es gibt viele Spiele, also da ist Novigrad und da ist Ochsenfurt. Es gibt viele Spiele, die erzählen von Fronten zwischen zwei Fraktionen, aber man sieht sie halt nie. Und hier ist die Fraktion oder hier sind die Fraktionen tatsächlich vorhanden und man sieht sie immer wieder, sie sind greifbar. Das finde ich klasse. Erstmal wegspucken. Blötze! Trotzdem hätte ich den jetzt nicht umgebracht. Und ich liebe übrigens die Sonnenblumen in The Witcher 3. Was ist das hier für ein Fest? Oh, das wird doch auch noch später wichtig, oder? Barde? Barde? Willkommen, willkommen. Was hältst du von ein paar Runden Gwint? Willst du mir nicht erstmal was verkaufen? Meine Waren haben keine Beine und laufen nicht weg. Die Karten auch nicht. Wollen wir jetzt Haare spalten oder Gwint spielen, Ich glaube, du hast deinen Beruf verfehlt. Oh, seltsame Schlussfolgerung. Warum? Tja, du solltest Waren verkaufen. Stattdessen redest du nur über Gwint. Du hast recht. Also, der ist irgendwie cool. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Wie schaut's aus? Karten auf den Tisch? Ja, ja, ja. Da muss man mich nicht zweimal bitten. Entschuldigung, ich war gerade wieder drin. Sehr nice. Gut, dass der die jetzt noch gespielt hat. Muss leider noch ein bisschen auf Taktik gehen.
Jetzt ist die Frage, was passiert. Ich kann es euch nicht genau sagen. Scheiße. Ja, Jorvet, natürlich, haut er noch einen Helden raus. Shit. Hat er gewonnen. Revanche! Revanche! Okay, da hat er mich ausgespielt. Kann man nicht anders sagen, da hat er mich ausgespielt. Spiel starten. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, vier fehlen. Alter. Tja, sieht so aus, als hätten wir einen Gewinner, ne? Nice. Das soll Regen sein? Kronen und... Schade. Siri wäre natürlich nice gewesen, ne? Wollen wir jetzt Haare schalten oder Gwyn spielen? Oh, tut mir leid, Leute. Ich möchte mir dein An... Ah. Sehe ich denn eigentlich irgendwo, ob ich die schon besitze oder so? Keine Ahnung, wer weiß das schon, ne? Huh? Okay. Ich sollte gehen. Wenn du mal einen Gegner für Gwyn brauchst. Weißt du ja, wo du mich findest. Alter, der ist
Oh mein Gott, die Kamera. Hallo? Okay. Der ist ziemlich verrückt auf Gewind. Okay, ich glaube, hier müssen wir später nochmal hin. Es ist so ein Badenlager, Zirkusknecht und, ja, Schausteller. Hier ist so eine kleine Bühne. Ich meine, hier spielt später nochmal eine kleine Story. Das soll Regen sein? Du hast wohl noch nie echte Niederschläge gesehen. Das ist ein Fünfspruch. Okay. Okay, und was ist das jetzt für ein komischer Ort? Kehrstuhlen. Oder Kehrstuhlen. Hallo? Hallo? Wir hätten die verdammte Scheune einfach abfackeln sollen. Und was, wenn sie rauskommen? Was ist denn hier los? Geht dich nichts an, klar? Ich bin auf dem Gebiet ja kein Experte, aber ihr zwei seht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ja, das stimmt wohl. Die Scheune ist voll mit irgendwelchen Bestien. Wir haben sie eingesperrt, aber das wird nicht lange halten. Und wenn sie rauskommen, ist die Hölle los. Wir sind nicht reich, aber wenn du das Gewürm beseitigst, bezahlen wir dich. Gut, ich versuche euch zu helfen. Wir lassen dich in die Scheune. Öffne die Türen, wenn es vorbei ist. Rasch, Meister Hexer, sonst kommen sie raus. Zu bieten hast. Nice. Erledigt. Türen auf. Nice, nice. Ja, das ist ein zerfetzter Bauer. Guckt euch an. Leicht. Die haben die Ghule angezogen. Guck mal da unten. Ja, schöne kleine Aufgabe, oder? Also abfackeln wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Verwendet ihr die Scheune als Friedhof? Nein. Wieso fragst du? Ich habe menschliche Überreste darin gefunden. Zahlreiche. Die haben die Nekrophagen angelockt. Das waren Banditen. Hätten sie nur Geld genommen, hätten wir uns sozusagen auf Leben und Leben lassen geeinigt. Aber als sie Hedy in die Scheune geschleift haben, hat's uns gereicht. Wir haben die Mistgabeln geschnappt und... Na, du hast ja gesehen, wie es ausgegangen ist. Wenn ihr das nächste Mal jemanden umbringt, müsst ihr die Leichen begraben. Tief. Um diese hier müsst ihr euch auch kümmern, sonst locken sie noch mehr Leichenfresser an. Machen wir. Danke, Meister Hexer. Die Arbeit ist getan. In der Tat. Hier ist dein Lohn. Und danke für deine Hilfe. Lebt wohl. Okay. Dann können wir noch mal so ein bisschen hier die Häuser plündern wahrscheinlich, wenn wir eher mal hier sind. Schöner kleiner Ort, mit einer kleinen süßen Aufgabe, oder? Kann man machen. Abgeschlossen, wieder sehr verdächtig alles hier. Ah, dieses scheiß Regenwetter, ne?
Okay. Ja, wir kommen langsam voran, aber es ist okay. Ne? Also wir erkunden ja parallel. Oh, wie die ganzen Wände scheppern im Wind. Ich finde das so... Ach. Atmosphärisch einfach nur. Und was wir schon alles erlebt haben, oder? Wir haben schon die Hexen im Wald gemacht, das Ganze mit dem Roten Baron. Ich finde es so... Ah. Es ist so viel. Zu dem großen Anwesen hier oben gehen wir nicht. Da kommen wir später storytechnisch hin. Dann würde ich jetzt hier diesem Weg folgen. Und dann müssten wir auch schon... Glaube ich, genau, hier nach Norden abbiegen. Los, lauf! Komm schon! Okay, das sieht schon wieder... Ah ja, wir sind wieder an der Front hier tatsächlich, an der Frontlinie. Oh Mann, zerstörte Ballisten. What the fuck? Holy crap. Wo ist jetzt die Frau hin? Hallo, ich hab dich gerettet. Oha, sei gegrüßt. Lol. Ist sie jetzt einfach abgehauen oder was? Dankeschön. Und weg. Mega. Na gut, hat trotzdem Spaß gemacht. Eine Mittagserscheinung trifft man ja auch nicht alle Tage. War sie das? Tschi! Heya! Okay, das sind alles hier Überreste. Da haben wir Ochsenfurt. Weiter so, Plätze! Ja, bitte. Ich habe hier doch gar nichts getan. Na gut. Hier haben wir dann einen Bauernhof. Mit diesem mega geilen Ambiente-Soundtrack. Ach, ich mag das Spiel, Leute. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Okay, ich würde jetzt tatsächlich den Ort auch noch mitnehmen. Nicht so schnell, Plätze.
nicht so plötzlich Blötze. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen was erkennen. Ich muss gleich gucken, ob das Video flüssig ist. Wenn das ein bisschen hakt und nicht ganz so sauber läuft, dann tut mir das sehr leid. Ich muss da echt in den Einstellungen rumspielen. Schneller. Hütte des Kräuterkundlers. Schöllkraut. Ich ist immer so nett, dass wir dem einfach alles klauen. Aber wehe den bösen Banditen, die durchs Land ziehen. Ich habe keine Ahnung, wofür wir das brauchen, aber... wie ich mich kenne, suche ich das uns bald. Machst du deinen Boden? Sei gegrüßt. Suchst du Kräuter? Medizin, um schüchterne Mädchen zu enthemmen? Einen Trank, um dir Mumm für eine zweite Runde zu geben? Das war's? Keine anderen Kräuter oder Tränke? Doch. Einer lässt die Haare sprießen, ein anderer tut das Gegenteil. Einer lindert Schmerzen, einer gebrochene Herzen. Sag mir, was dich plagt. Kennst du irgendwelche fortgeschrittenen Rezepte? Vielleicht etwas, das du mir beibringen kannst? Was ich weiß, hat mir Meister Grimist von Skellige beigebracht. Willst du bei einem Kräuterkundler in die Lehre gehen? Nein, ich will nur etwas Neues lernen. Nenn es, wie du willst. Du musst über das große Meer zur Insel Art Skellig. Dort wird der weise Meister Grimist im Heiligen Hain beurteilen, ob du der richtige Schüler bist. Ihr müsst wissen, dass Skellige nochmal eine riesige Spielwelt wird. Also wenn wer denkt, dass das hier alles viel ist, dann habt ihr Skellige noch nicht gesehen. Ich will unbedingt ein paar Partien Gwent spielen. Das würde mir gut tun. Ich liebe es, ey. So zusammenhangslos. Na gut. Gefällt mir ganz gut. Der muss nur weg. Und der muss auch noch... Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Okay, wir machen wie immer einen auf unauffällig in der ersten Runde. Holen uns möglichst viele Karten raus. Okay, spiel was du willst. Das gefällt mir. Okay, der haut alle Karten jetzt schon raus. Ich glaube, das wird relativ einfach, wenn er so weitermacht. Der passt. Dann spielen wir Finte, holen uns die Fünfer zurück und passen. Okay. Interessant. Oh, wir machen ihn fertig. Soll er nur.
Unser Deck wird halt immer nicer, weil wir immer mehr Heldenkarten haben und die Wahrscheinlichkeit immer mehr steigt, dass wir auch mehrere in einer Runde spielen können. Dann können wir erstmal das hier machen. Und dann können wir noch schönes Wetter machen. Und ich würde sagen, gewonnen. Geil. Erfolg freigeschaltet. Play 3 Hero Cards in one round. Nice. Was bekommen wir? Die Krone ist klar und. Ida MNF. Okay. Hallo. Irgendeine coole Karte. Lass mich mal schauen. Okay. Aber wieder das nicht dabei steht, was wir schon kennen, ne? Bis dann. Das ist echt maximal ärgerlich. Na gut, danke. Cool. Einfach mal ein Kräuterkundler hier draußen. Okay, ja, dann würde ich sagen, reiten wir jetzt so halbwegs quer Richtung Verlin Roche und werden uns da mal bei den Blaustreifen sehen lassen. So nennen sich ja, glaube ich, seine Spione oder haben sich genannt. Ihr müsst wissen, Verlin Roche und Geralt haben ein eher angespanntes Verhältnis zueinander. Wobei letztlich in The Witcher 2 ja enthüllt wurde, dass Geralt nicht der Mörder von Foltest ist. Und dementsprechend sollte zumindest in der Hinsicht alles klar zwischen den beiden sein. Wir werden es herausfinden. Versteck temerischer Freiheitskämpfer. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Weg da. Nein, wir haben geredet und gelacht, aber jetzt drehst du dich um und haust ab. Ich gehe jetzt ins Lager. Ja, geht klar. Und du suchst jetzt Nashornvögel. Stimmt, das mache ich. Habt ihr echt Könige ermordet? Du und dein Kommandant? Geralt von Riva, gesund und munter. Verlin Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben, bitte. Wir sind fertig, wegtreten. Vom Soundtrack her mega geil. Von der Präsentation her mega geil. Auch wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand die Modelle von Vaas und Roche in The Witcher 2 besser. Muss ich tatsächlich sagen. Ich finde Geralts Design Hammer. Triss, okay. Ich finde tatsächlich Triss, Roche und Vaas alle drei in The Witcher 2 vom Modell her besser. Auch Triss tatsächlich. Ich liebe das The Witcher 2 Triss-Modell. Aber wir müssen uns damit arrangieren. Es ist okay, aber nochmal, ich fand Vaas, Roche und Triss in The Witcher 2 besser. Nochmal kurz zur Backstory. Foltest wurde ermordet von Leto.
Daraufhin ist Temerien, das Königreich von Foltest, aus der Hand des Königgeschlechts geglitten. Rosh, der ehemalige Spionanführer von Foltest, hat seinen König verloren, sein Königreich verloren. Der gute Radovid von Redanien und der gute Emreis von Nilfgaard haben angefangen, Temerien von oben und von unten einzunehmen und sind dann eben in der Mitte von Temerien, da wo wir jetzt hier diese Frontlinie haben, aufeinander gestoßen. Das ist die Konsequenz der Ermordung von Foltest, die wir in The Witcher 2 live mitbekommen haben und die letztlich von der Loge der Magierin ausgelöst wurde, weil die eben Leto beauftragt haben, einen König umzubringen und der hatte keinen Bock mehr auf die zu hören und hat deshalb einfach noch einen König umgebracht, nämlich Foltest. Na, also das ist so ein bisschen die Schuld der Magierin, dass das Ganze passiert ist und dann haben sich eben Radovid und Emreis gedacht, okay, Temerien ist königslos, lass das mal einnehmen und dann in der Mitte haben sie sich getroffen und eben diese hier in The Witcher 3 im Niemandsland zu sehende Front gebildet. Okay, und er ist wie gesagt die letzte Hoffnung Temeriens, weil er eigentlich der letzte wirklich temerische Feldherr ist, Spionanführer, wie auch immer, der noch am Leben ist. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Yaruga kam, habe ich alles fallen gelassen. Bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Oh Mann. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Schon überall. Erzähl mal. Rasieren sich die Weiber in Novigrad wirklich die Muschi? Hoffe ich doch, oder? Okay. Wie geil, oder? Tatsächlich eine Aufgabe gemeinsam mit Vernon Rosch. Ach, Mann. Hexer können nicht die Pocken kriegen, oder? Das berüchtigte fliegende Brot. Und hier schön diese temerischen Zelte. Ich find's... Ja, das sind die Reste von Temerien. Es ist so krass, es ist so traurig einfach. Und auch die Musik, die passt so perfekt dazu, was hier für eine große Nation in diesem kleinen Lager vertreten ist. Ich liebe es. Oh. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Zum Teufel mit den Schwarzen. Also, wie gesagt, das Lager, es ist natürlich schnell erkundet, hier ist noch nicht viel drin. Was mich gerade nur irritiert, wo ist denn Vess jetzt hin? Noch einen Streich und links zwei. Werft es hinaus, das Schwarze! Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Vysima ein Bordell auf. Ein echtes mit abgerissenen... Was soll das zum Teufel? Hexer können nicht die Pocken kriegen, oder? Entschuldigung. Bericht. Subjekt in einer Kabine an Bord der Dreiberg gesehen. Ich habe herausgefunden, dass er ein begeisterter Schachspieler ist. Aus diesem Grund stattet
er einen bestimmten Ort regelmäßig heimlich Besucher ab. Gestern habe ich versucht, ein Gespräch zu belauschen. Ich habe den Eindruck, dass mich jemand entdeckt hat. Mir ist jemand gefolgt, aber ich konnte meine Spur verwischen. Aber wo ist Vess denn hingegangen? Du warst schon überall. Erzähl mal. Rasieren sich die Weiber in Novigrad wirklich die Muschi? Habt ihr echt Könige ermordet? Du und dein Kommandant? Was zum Teufel willst du von mir? Da ist er ja wieder. Okay. Also ein, wie gesagt, ein unglaublich bewegender Ort, wenn man die Story von The Witcher 2 kennt, ist das unglaublich krass, Rosch halt wiederzusehen. Dementsprechend eigentlich schade, dass man das so schnell abwischt. Ne? Es geht so relativ schnell, dass man dann nicht mehr Dialoge führen kann. Weil hinter Temerien und hinter The Witcher 2, hinter den Sachen, die Rosch gesagt hat, steckt halt so viel mehr, als man in dem Moment erahnen würde. Und das ist halt ein bisschen schade, dass das so ein bisschen hinten übergeht und man nur diesen einen Dialog führt. Ich meine aber mit Vess käme auch noch was, oder? Die haben dir doch nicht das Modell gegeben, damit die da einmal ins Bild läuft. Die ist auch in The Witcher 2 schon ganz am Anfang vertreten, wenn man verhört wird von guten Rosch. Da ist die auch schon dabei. Okay, let's move. Auf Adrians Boden wachsen Töpfe. Und dann haben wir gleich tatsächlich den Weg zwischen Novigrad und Ochsenfurt einmal komplett gesehen. Und da haben wir Ochsenfurt. Lauf, Blitze! Und da vorne ist Vern Rosch. Okay, wir sind jetzt bei 48 Minuten, aber die Story würde ich an dieser Stelle ganz gerne beim nächsten Mal machen, denn, ja, ich komme ja schon, Vernon. Denn das soll mal reichen. Der Weg zwischen den beiden Lagern und das Lager der temerischen Freiheitskämpfer, ich denke mal, das reicht für ein Video. Beim nächsten Mal starten wir durch, werden mit Rosch gemeinsam den Kontaktmann in Ochsenfurt suchen und ich freue mich drauf. Beim nächsten Mal mit The Witcher 3 Wild Hunt. Das macht unglaublich viel Spaß und ich möchte vor allen Dingen versuchen, das merkt ihr vielleicht auch, ich möchte das Spiel wirklich nicht sehr zielorientiert spielen, sondern momentorientiert. Sprich, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass wir einen Charakter wieder treffen, der in The Witcher 2 eine so unglaublich große Rolle spielt, der so viel Story zu bedeuten hat. Und da möchte ich euch auch ein bisschen für sensibilisieren, dass er eben mehr ist als bloß irgendjemand. Gut, bis zum nächsten Mal. The Witcher 3. Ciao.